Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Aufnahme vom FM 23 mit dem VfL Bochum. 1:1 haben wir zuletzt gegen Newcastle in der Euroleague gespielt und haben direkt wieder das nächste Spiel. Es geht hier Schlag auf Schlag. Darauf die Woche ist wieder eine englische Woche mit dem Pokalspiel zuerst gegen Fürth. Also von daher, das ist so, oder ich sag mal so, willkommen in der europäischen Klasse. Muss man ja so sagen, denn dadurch geht ja hier wirklich alles Schlag auf Schlag. Deswegen, die Woche war wieder kurz, es gibt nicht so viel zu berichten, gehen wir mal rein. Allerdings hier ist eine interessante Meldung gekommen, Borussia Dortmund bildet die meisten Spieler in der Bundesliga aus. Also es geht sich darum, dass die Spieler, die aktuell in der Bundesliga spielen, wer die ausgebildet hat sozusagen. Und wir sind da auf Platz 5 immerhin mit 15 Spielern. Da sind dann auch zum Beispiel so Spieler wie Ilkay Gündogan dabei, wissen vielleicht viele gar nicht, dass er in Bochum damals ausgebildet wurde. Leon Goretzka ist vielleicht schon eher so ein Begriff, Klostermann eventuell, dann Leitz, Grave. Und aus der jetzigen Ära, die ich jetzt so mache, ist ja Yadimchi, Aidogu, Gauss, Müller, Böder, Janicek, Schulz und Nilden. Wobei Schulz, den habe ich ja aus Wolfsburg geholt. Das wundert mich ein bisschen, dass es da drauf steht, aber ist wahrscheinlich lang genug im Verein, um so zu gelten sozusagen. Natürlich ist es insofern in Anführungsstrichen ein bisschen geschönt, dass jetzt natürlich viele Spieler, die aus der Jugendmannschaft hochgezogen wurden, dort jetzt auch nicht unbedingt spielen. Ne? Aber trotzdem ist ja so, dass man sieht, dass wir daran was tun wollen. Denn das ist ja auch der Grund, warum wir sie mit nach oben nehmen. Ja. Das nur so am Rande, was es da noch gab, denn sonst war die Woche, wie gesagt, sehr kurz. Die U19 hat leider 0-1 verloren gegen Kölns U19. Jetzt wird es alles schon ein bisschen relativierter hier, aber es ist knapp, was das da oben angeht. Also wir haben mal nach oben angenockt. Die Spieler übrigens aus Duisburg, die ich da gescoutet hatte, da war dann doch letztendlich keiner dabei. Hut ab, ist eine gute Teamleistung, was die Duisburger da machen, denn, wie gesagt, da hat uns jetzt nicht so wirklich einer von interessiert. Bester Spieler, Bozzini mit 7-1 und Colin Eichel übrigens, die beiden, die hier noch überzeugen konnten. Ja, die Erwartungen gegen Frankfurt sind so, dass Fans und Vorstand mit einer Niederlage rechnen. Nun, schauen wir uns mal an, wie gesagt. Anschauen ist auch das Stichwort. Wir gucken mal, wie Frankfurt, die haben ja auch in der Euroleague gespielt, hier 9-1 gegen Düdelingen gewonnen. Also wir sind beide jetzt gerade mit Spielen unter der Woche. Wir mit einem Unentschieden, die mit einem klaren Sieg. Ja, schauen wir mal. Mugani mit 12 Toren. Wenn ich da jetzt drauf gucke, glaube ich, hat der bestimmt auch, sieht da nämlich 6-mal in der Euroleague getroffen, 5-mal in der Bundesliga trotzdem. Natürlich ganz gut, einmal im Pokal. Aber das relativiert natürlich immer so eine Wertung. Ich hätte gerne irgendwie darunter stehen, wie viel Bundesliga Tore er gemacht hätte. Also 12 Spiele, es ist ja auch wieder für die ganze Saison. Er hat 8 Bundesligaspiele gemacht, hier stehen jetzt die 12 angezeigt. Na gut, ist dann so. 2-5 bei Grüll, Kamada 2-2. Immerhin zählen übrigens nur die Pflichtspiele, das ist ja schon mal gut. Franšić mit 5-2 als defensiver Mittelfeldspieler auch ganz gut. Ja, ganz klar hat Frankfurt eine starke Mannschaft, auch das wissen wir. Offensive Spielweise, häufigeres Pressing. Und wenn wir hier was rausziehen können, viele geblockte Schüsse. Da sind es anscheinend wirklich die stärkste Mannschaft aktuell, so was geblockte Schüsse angeht. Und geklärte Bälle sind sie mehr oder weniger so ein bisschen im Mittelfeld, kann man so sagen. Wenig Dribblings, Ball regelmäßig verloren, ne? Aber interessant. Ballverluste pro Spiel, da sind sie nämlich auch die stärksten. Heißt ja auch so ein bisschen, ja, wenn wir da so ein bisschen ins Pressing regeln, was ja sowieso unser Spiel ist, könnten wir damit ganz gut fahren. Ja. Gucken wir uns an. Denn folgende Mannschaft, ich war leider schon einen Schritt weiter, deshalb seht ihr diese andere Zusammenstellung da jetzt nicht mehr. Habe ich da einmal verklickt. So, das werden wir machen, das werden wir machen, das werden wir machen, das werden wir machen. Und hier war Franšić ja auch sehr stark, da würden wir auch mal dran gehen. Und den Außenspieler würde ich auch mal beackern, sage ich ja immer. Und ich habe mich für Folgendes entschieden. Wir werden in der Innenverteidigung oder in der Verteidigung allgemein nichts ändern. Ich hatte überlegt, Janicek von Anfang an mal zu bringen. Allerdings hat Flick das im letzten Spiel auch ganz gut gemacht. Hat zwar schlecht trainiert, aber Janicek hat auch schlecht trainiert. Also von daher, wenn ich das dann zugrunde lege, brauche ich keinen Wechsel machen. Im zentralen Mittelfeld ändere ich aber mal. Redzsch geht mal raus, bekommt eine Pause und Schulz bekommt mal die Chance. Ich kann noch mal zu Schulz sagen, er ist wirklich ein Riesentalent, ne, im Potenzial. Und
Ja, immer wenn er auch mal mehrfach gespielt hat, hat er sich auch weiterentwickelt. Ihr seht die Werte, die sind immer noch echt schön. Für einen 20-Jährigen kann sich noch auf jeden Fall nach oben entwickeln. Aber die Leistungen waren halt nie so prickelnd, wenn er gespielt hat, ne? Also in der ersten Saison in der zweiten Liga hat er 14 Spiele, eine Vorlage 6,8 im Schnitt. Bleiben wir mal nur bei den Noten. In der ersten Erstligasaison 6,7. Das ist so Durchschnitt. Jetzt 6,8 oder aufgerundet 9. Ja, wir geben ihm jetzt die Chance. Wie gesagt, wir müssen rotieren, deswegen machen wir das auch. Und deswegen wird Schulz jetzt für Redspesal spielen. Meier bleibt auf der linken Seite. Gittens kommt aber als Flügelspieler auf der rechten Seite rein. Er setzt damit Bartorinha, der zuletzt auch nicht ganz so glücklich war, hatte eine bessere Vorbereitung. Und hier im ersten Spiel war es dann auch mal sehr vernünftig, aber dann ließ er so ein bisschen nach. Wir werden jetzt mal Gittens auch aus Kraftgründen bringen und im Sturm sind für mich Asano und Osula einfach irgendwo gesetzt. Da fällt es mir echt schwer. Dort mal zu wechseln. Aber da müssen wir einfach auch drauf schauen, wie die Mannschaft im Laufe des Spiels reagiert. Pascal Stenzel mit einer sehr schlechten Trainingsleistung. Das wollen wir eben übrigens nochmal sagen. Muss man auch ab und zu mal tun, wenn man das hier so sieht. Ne? Das mit den positiven Trainingsleistungen mache ich schon. Das bin ich jetzt diesmal durchgegangen. Mache ich ja manchmal meistens im Training dann so, aber kann man auch manuell sich mal anschauen, denn wenn die Moral ja dann nicht so gut ist, dann kann man die damit natürlich auch nach oben kriegen. So, aber jetzt, wie spielen wir taktisch gegen eine starke Frankfurter Mannschaft? Ich glaube schon, dass wir vorsichtig agieren sollten. Ja, die Disziplin, na, das nehmen wir mal raus. Gegenpressing hatten wir ja gerade gesagt, sollten wir drauf setzen, da weil sie schon stärker die Bälle verlieren. Dementsprechend lasse ich den Block auch hier oben. Die Zweikämpfe mache ich jetzt mal nicht. Das Pressing hier oben ist die Frage, ob ich. Ja, komm, dann spielen wir das auch so. Dann gehen wir mal in viel häufigere Pressing-Auslösung. Ansonsten würde ich das so lassen. Hier, wir sind sehr offen. Eigentlich müssten beide angreifen spielen. Gittens auch von seiner Stärke her, ne? Aber ich denke, wir sind da manchmal ein bisschen zu offensiv. Deswegen würde ich jetzt in dem Fall ihn mal zurücklassen, Batista Meier. Und dann müssen wir eben auch schauen und eventuell reagieren. So würde ich es angehen. Das Spiel gegen Frankfurt. Wir sind kein Favorit, aber Punkte brauchen wir trotzdem. Ne? Jetzt habe ich 3 zu 4 gewählt. Das ist wegen der Euroleague, aber das ist jetzt nicht so wild. Das macht er schon für sich aus. So. Jeder rechnet, dass wir verlieren. Genau das geht's. Wir müssen defensiv auf jeden Fall uns wiederfinden. Und wir gehen im Mittelfeld auch mal dran. Das sieht doch gut aus. Asano können wir jetzt noch separat machen. Ja, perfekt. Rein ins Spiel. Wir in Blau, Frankfurt in Weiß. Dagmos. Drei Minuten gespielt. Schulz kriegt schon direkt gelb. Es ist echt zum Kühe melken mit der Position. Und ich bin ja diesmal nicht in Zweikampf gegangen. Also, naja. Da holt sich Gittens den Ball schön zurück. Der kann heute auch mal was zeigen. Oh, Sula, schade. Mele ist im Tor. Sagt mir auch nichts, der Name. Kontrollieren den Ball grundsätzlich schon ganz gut. Und das war ein super Pass auf Osula. Oh, da ist Mele. Gerade noch seinen Namen kennengelernt. Jetzt haben wir seine Stärke kennengelernt. Richtig gute Parade. Osula hat da nicht so viel falsch gemacht. Ich glaube, er sollte schon auf die Außen, den rechten Pfosten sozusagen kommen. Schade. Gute Chance für uns. Stöger wieder mit einem langen Ball. Wieder auf Osula. Der ist wieder durch. Und diesmal macht das besser. 1-0. William Osula. Siebte Spielminute. Richtig gute Anfangsphase von uns. Richtig viel Druck. Und das war mal ein Stöger-Ball, mal wieder par excellence mit einer direkten Vorlage. Meistens ist er ja derjenige, der nach vorne die Bälle bringt und dann wird nochmal über Umwege gespielt. Also sprich, der Spieler, der ihn kriegt, macht da nochmal weiter. Hier diesmal direkte Vorlage. Da sehen wir wieder, wie wichtig Kevin Stöger dort ist. 1-0 für uns. Und das völlig verdient.
wäre so extrem wichtig. Ihr seht die Tabelle da gerade. Den Anschluss da oben nicht zu verlieren, aber es sind noch viele Meter zu laufen hier. Ndika mit dem Kopfball, Strakosha, der nicht immer zuletzt in Bestform war, hier aber auf dem Posten. Und hier, das macht er richtig gut. Richtig gute Parade zur Ecke. Hat heute einen guten Tag. Ist manchmal ein bisschen so und so bei ihm. Trotzdem ein guter Keeper. Gittens. Ah, die Flanke nicht ganz so optimal. Aber ihr seht es, wie wir uns die Bälle auch immer wieder zurückholen. Dieses Pressing ist, glaube ich, genau das, was in dem Spiel gut ankommt. Da darf man sich natürlich nicht ausspielen lassen. Das ist die nächste Gefahr dann bei Pressing. Da ist man immer ein bisschen offen. Hui. Ich glaube, da war Ribeiro noch dran. Sonst wäre Kolomoyani da ein bisschen besser zum Abschluss gekommen. Ui, Osula an den Querbalken, sag ich mal so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die Latte oder Pfosten war. Doch, ein rassiges Spiel. Dafür war zu überlegen, dass beide 90 Minuten Europapokal in den Knochen haben. Geht das hier gut los? Wieder, schöner Angriff, Asano. Der kommt nicht an, aber Flick holt ihn sich zurück. Sah nach einem Schubser aus von Gittens, aber hat nicht gepfiffen. Und schön gemacht. Wieder schön zurückgeholt. Ja, jetzt wieder ein schöner Schuss. Gefällt mir. Kamada ist angeschlagen. Boah, Walde, sehr gut. Gittens. Smolcic. Ah, zum schwächeren Rechten. Ich möchte jetzt das Team mal loben. Wir machen das hier echt gut. Die Frankfurter haben auch 0,98 und wir 0,8. Also in diesbezüglich hat Frankfurt da anscheinend doch die bessere Chance auf ein Tor. So ist dieses XG ja zu verstehen. Wir haben das Tor gemacht, wundert mich jetzt ein bisschen. Hat auch da schon gute Chancen, wenn ich an Osula denke, der dann nochmal eine gute Chance hatte. Also nicht ganz so verständlich, dieser XG, aber ist auch manchmal ein bisschen Spielerei. Wichtig ist auf dem Platz. Meier. Ui, Schulz, da macht er das Foul. Also vielleicht kriegt er jetzt sogar noch Gelb-Rot. Das ist echt gefährlich jetzt. Ich meine, es war ein harmloses Gestocher, ne? Also dafür gibt es kein Gelb-Rot. Aber dafür kann es durchaus Elfmeter geben und er macht's. So ein Mist. Unglücklich. Philipp Schulz. Franjic. Boah, und Strakosha hat ihn. Was für eine Parade. Richtig genial. Das müssen wir natürlich jetzt auch mal separat sagen. Und für Schulz würde ich gerne mal rufen, dass er sich konzentrieren soll da hinten. Boah. Vier gelbe Karten übrigens bei Frankfurt mittlerweile.
fliegt jetzt auch. Oder warten wir mal die Halbzeit ab. Komm, jetzt nochmal einen Konter setzen, den gefährlichen Schulz. Der war schön. Gittens ist durch und der ist schnell. Und überlegt jetzt, das nach außen, dann musst du das machen. Hat es den direkten Weg. Der Schuss trotzdem nicht ungefährlich, aber Parade vom Keeper. Ecke Stöger. Ja, Halbzeit 1-0. Sehr gut, aber was für eine Halbzeit, ne? Also es ging rauf und runter. Viele, viele Torraumszenen. Das, was wir sehen wollen als Fans des Sports. Aber ja, wir müssen dranbleiben. Stöger sehr, sehr stark. Macht weiter so. Und die Anzahl der Tore oder Chancen ist auf jeden Fall gut. Flick müssen wir. Na. Müssen wir das mit auf den Weg geben. Ansonsten, ja, ist auch nicht so stark mal wieder. Da hatte ich auch vorher mit Janicek überlegt. Ich habe es euch gesagt. Ich lasse es aber mal jetzt noch. Körpersprache ist erfreut. Von den Ersatzspielern ist keiner irgendwo motiviert oder Co. Zumindest jetzt vom Äußeren nicht. Gittens 6,6, das dürfte auch besser werden. Aber, wie gesagt, Götze kommt jetzt ins Spiel bei denen. Wer geht raus? Kamada, der war ein bisschen angeschlagen, hatten wir gesehen. Haben wir Götze jetzt eigentlich... Nee, haben wir nicht. Ja, Strakosha mit dem Elfmeter halten, das war richtig wichtig. Und ansonsten wüsste ich nicht, was wir ändern sollten. Ich finde, das klappt auch mit dem Pressen sehr gut. Vielleicht ein bisschen die Disziplin reinnehmen, das könnten wir machen. Machen wir. So, dann werden wir noch den beiden Gelbsündern sagen, Flick und Schulz, vorsichtiger zu Werke gehen und dann lasst uns reingehen in die zweite Hälfte. Es ist wirklich, ist noch alles offen, definitiv. Also rassiges, offenes Fußballspiel. Was macht Asano da? Der ist heute auch irgendwie sehr unglücklich. 6,7 geht ja noch so, aber nicht viel zu sehen und das war gerade auch ein bisschen strange. Aufpassen. Fliegt mit dem schönen Ball auf Asano jetzt mal. Jetzt sehe ich, ja, hätte ihn da Meier mitnehmen können. Jetzt aber schöner Doppelpass. Boah, aus Spitzenwinkel, Melle hält und nur ein Wurf. Schade. Das war eine gute Aktion vom Japaner. Meier ist auch schon ziemlich kaputt. Müssen wir auch gleich was dran tun. Francic. Boah, gefährlich. Walde noch gelb. Der Schiedsrichter ist aber da auch. Hat spitze Finger oder juckende Finger oder was sagt man? Ui, da muss aufpassen. Da hat sich Götze jetzt den Ball geholt. Jetzt spielen die und kopieren die uns, machen ein super Zusammenspiel. Das könnte Abseits gewesen sein. Das war aber echt schön gespielt, muss ich schon sagen. One Touch mal wieder. Ja, Tendenz war Abseits, aber kann man sich nie sicher sein, war Abseits. Okay. Glück gehabt. Elfmeter gehalten, Abseits-Tor gegen uns. Also. Ein bisschen Dusel haben wir heute schon, ne? 57. Ich wechsle jetzt mal. Meier ist, wie gesagt, nicht fit. Batorinia kann auch auf links spielen, aber ich würde den Wechsel machen. Ich würde Gittens genau auf die Position setzen und Batorinia hier auf rechts als inversen Flügelspieler bringen. Und dann unterstützend, während er wieder angreifen soll. Dann setze ich echt auf die wichtige Stärke Flair, was bei ihm da sehr stark ist. Obwohl Gittens auch nicht so gut ist. Auch da hätten wir nachher vielleicht noch die Option Gruder. Das können wir ja auch machen. Der kann die Position auch gut spielen. Ja, Florian Flick 6,3. Auch das möchte ich mir jetzt nicht länger mit anschauen. Janicek kommt rein und kriegt seine Chance. Hilft dabei, das Ergebnis zu halten, ist erstmal die Devise, wobei wir weiter auch nach vorne spielen. Übrigens haben die auch gewechselt. Khedira kommt im zentralen Mittelfeld. Ja, wieder so ein Ballverlust. Die sind galliger geworden, die Frankfurter, das kann man definitiv sagen. Es ist fast nur eine Frage der Zeit, bis das hier klingelt, wenn wir jetzt nicht hier weiter konzentriert rangehen. Deswegen möchte ich der Mannschaft das mal sagen, Konzentration. Kommt nicht so gut an, aber die Aussage an sich finde ich richtig, von daher bleiben wir dabei. Osula jetzt auch kaputt. Wie gesagt, englische Woche, das hat Frankfurt aber auch.
Wir müssen gleich noch mal was tun. Da kommt Kopete mit dem Kopfball. Ja, jetzt machen wir zwei kräftebedingte Wechsel nochmal. Und zwar würden wir einmal Stenzel trotz schlechter Trainingsleistung für Walde bringen. Aber der hat gelb und ist echt auch kaputt und macht auch nicht so ein gutes Spiel. Kaputt geht ja noch, aber 6-4 ist so lala. Ne, und dann war jetzt das Thema Osula vorne. Grundsätzlich hätte ich gern Guda gebracht dann auf der Position. Dietz kann das zwar auch, aber ist eher so ein Asano-Ersatz. Aber ich bringe jetzt trotzdem... Ja, Dietz hat wieder besser trainiert. Wir bringen Dietz. Wir bringen Dietz. Zeigt, was er könnt, möchte ich in dem Fall sagen. Vogt und Touré kommen rein. Auch Wechsel, die frische technisch Sinn machen. Bei Frankfurt. Spannung in der Luft. Götze hat sich verletzt. Sind die jetzt nur mit 10 Mann? Sehe ich das hier richtig? 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, die hatten schon 5-mal gewechselt und können den Wechsel von Götze nicht kompensieren. Das ist ja auch wiederum eine Chance für uns. Wir werden vorsichtig dabei bleiben. Könnten jetzt unsere Offensive, in dem Fall Asano, ein bisschen, dass wir da nochmal ein paar Kapital draus schlagen. Komm, wir bringen den Wechsel. Gruda kommt jetzt rein für Asano. Dietz geht auf die pressende Geschichte. Denke, das kann funktionieren. Er kann schon mal das Spiel verzögern. Alles andere würde ich später machen. Mach mich stolz. Brian Gruda. Haben wir eigentlich Disziplin drin? Ja, das würde ich jetzt rausnehmen, weil wir ja, wie gesagt, ein Mann mehr sind. Müsste man eher kreativer werden, aber das gehe ich auch nicht so ein. Schnell nach vorne, das ist schon okay. Ja, denke, dass das auf jeden Fall nochmal richtig ist, so zu tun. Stenzel jetzt mal auf Gruda, der kommt aber nicht an. Schönes Spielchen jetzt. Batorina jetzt. Aber jetzt haben wir da die Überzahl. Nutzt es. Gruda, Smolcic. Das ist ein starker Linker. Ist aus Frankfurt ausgeliehen mit Kaufoption, wie ihr wisst. Also gegen seinen noch Arbeitgeber in direkter Weise. Stöger jetzt mit der Ecke. 10 Minuten. Was für ein Kopfball. 1 gegen 1 da jetzt, aber gut aufgepasst. Janicek schön zurück. Und jetzt der schnelle Ball auf Gruda. Das war gut gespielt, aber anscheinend entweder abseits oder hat nichts gebracht. Fünf Minuten. 3 Minuten. Wir würden jetzt hier auf Defensive gehen, trotz alledem. Und können das Zeitspiel mal öfter machen und geordnet hinten rausspielen. Das würde ich jetzt gerne. Und durchaus kürzer. Und dann werden wir das Team nochmal ermutigen in dem Fall, jetzt hier sich nichts mehr vom Brot nehmen zu lassen. Wir sind ein Mann mehr, führen hier 1-0. Eine Minute, es ist gleich soweit. Aufpassen, letzte Aktion. Janicek faul, wird aber nicht gepfiffen. Gruda, Dietz, jetzt haben wir hier den offenen Ball. Batorinja. Ah, und dann so ein Abschluss. In der Schlusslinie, deswegen nochmal Ecke, das bringt Zeit und das sieht gut aus, Leute, das sieht gut aus für einen Dreier hier in Frankfurt. Das war's. Lang genug gewartet, dann ist die Ecke vorbei. Ja, 3 Punkte nehmen wir hier mit aus Frankfurt. Ihr habt das Spiel gesehen, es war sicherlich immer ein Hoch und Ab, also von der XG-Wert ist Frankfurt ganz klar die bessere Mannschaft gewesen, aber
Ja, wir haben dagegen gehalten, wir haben das Pressing gut gespielt, haben den Ballbesitz nachher ein bisschen verloren. Der war am Anfang des Spiels, fand ich, besser. Das sehen wir in den Werten hier 42%. Ansonsten Stöger mit einer sehr guten Leistung vorbereitet. Das Tor von Osula Strakosha natürlich, ja, klasse, ne? Gute Paraden dabei, hat den Elfmeter gehalten. Das war natürlich auch extremst wichtig. Ja, Haken dran, nehmen wir alles mit. Also ist sehr, sehr wichtig, dass wir das hier gewuppt haben. Mal eben, was ich so erkennen kann. Alles gut. Geklärte Bälle, 7 Stück. Ja, sehr gute Leistung. Das sagen wir so extrem begeistert aus. Deswegen würde ich ihn hier jetzt nicht zusätzlich loben, werde ich aber gleich manuell machen, weil das war wirklich ein klasse Spiel. Ja, das heißt, dass wir auf Platz 5 hochrutschen, an Frankfurt vorbei, 15 Punkte. Das hatte ich vorhin gesagt, den Anschluss nicht zu verlieren wäre wichtig. Denn mit 12 Punkten tümmelt man sich hier unten auf Platz 11, 12 und jetzt sind wir wieder auf 5. Also von daher sicherlich wichtig, wie jedes Spiel wichtig ist. Nächstes Heimspiel ist, wie ihr seht, dann gegen Mainz. Davor kommt aber noch die Pokalpartie gegen Fürth am nächsten Mittwoch. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich sage danke fürs Zuschauen und wie immer, macht's gut und vor allem bleibt gesund. Ciao, ciao.